Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder ein Interview mit einem ganz jungen Mann, den ich ursprünglich eigentlich in Hamburg treffen wollte zum Interview. Wir sind dann aber terminlich nicht ganz zusammengekommen und jetzt holen wir das Interview per Skype nach. Um wen geht's? Es geht um den jüngsten Internetmarketer Deutschlands. Jetzt werden sich viele von euch vielleicht fragen, naja, wie komme ich auf die Idee, dass das der jüngste Internetmarketer Deutschlands ist? Ganz einfach erklärt. Der Mann ist so jung, dass er sich sein bisher erwirtschaftetes Guthaben auf Digistore 24 noch nicht mal ausbezahlen lassen kann. Mit anderen Worten, er ist unter 18. Ich spreche von Felix Hoffmogel, ein jetzt schon sehr erfolgreicher junger Internetmarketer, den wir jetzt gleich kennenlernen werden im Interview mit dem Wolf. Ja, wir haben leider ein kleines Problem mit der Kamera von Felix, daher wird das Interview nur zu hören sein quasi und Felix wird uns ein nettes Foto schicken und ich denke aber, dass das ausreicht. Genau. Eine kleine Anekdote am Anfang. Also Felix und ich haben ja schon öfters unsere Skype-Konferenzen gemacht und ganz zu Beginn, da wusste ich ja nicht, wie alt du bist, Felix, ne? Richtig, ja. Also, da hast du auch blöd geguckt, erstmal, als ich mich dann gezeigt habe. Ne? Ja, also ich habe am Anfang gedacht, naja, ist ein junger Mann, na, der wird so, was weiß ich, Mitte, Ende 20 sein und so. Und dann habe ich dann auf dein Facebook-Profil geschaut und habe gesehen, du bist 1999 geboren. Richtig, ja, das ist richtig. Und kurz, meine Damen und Herren, kurz hat mich der Schlag getroffen, weil ich dann kurz gedacht habe, Moment mal, also ich bin ja selber eigentlich schon total alter Sack, ne? Würde sich das theoretisch ausgehen, dass Felix, beziehungsweise dass ich Felix Großvater bin. Und Gott sei Dank, nein, das geht sich nicht aus. Ja. Also Vater würde sich ausgehen, theoretisch. Aber nee, ganz egal. Und bevor jetzt irgendwelche Leute denken, naja, was kann man denn von so einem jungen Mann lernen und so. Also der junge Mann hat es faustdick hinter den Ohren und aus diesem Grund haben wir ihn ja auch zum Interview eingeladen. Und, so sieht's aus. Ja. Also wir wollten uns ja schon in Hamburg treffen und da sind wir terminlich nicht ganz zu Rande gekommen und darum holen wir das heute auf diesem Wege nach. Genau. Felix, zunächst mal eine Frage. Also du gehst ja noch in die Schule. Richtig, ja. Und wie lange hast du eigentlich schon so mit dem Bereich Internetmarketing zu tun? Mit dem Internetmarketing an sich eigentlich schon seit 3 Jahren, also seitdem ich knapp 14 war. Das Ganze fing eigentlich an, ich habe erstmal mir die ganzen Sachen so angeschaut, ich habe selber noch gar nichts probiert, ich habe mir einfach nur mal angeschaut, wie funktioniert das Ganze, wie machen die das, und habe erste Erfahrungsberichte von anderen gesammelt und so weiter und irgendwann dachte ich mir, ich kann das Ganze auch selber jetzt starten und ich fand Internetmarketing eigentlich von Anfang an genial, ja, es ist automatisiert und ja, ich habe kaum Kosten, ja, sehr, sehr geringe Kosten. Ich konnte es später skalieren und vor allem ist es auch was mit Zukunft, ja. Also das ist ganz groß und jetzt bin ich seit 2 Jahren aktiv dabei. Okay. Hast du früher mal so einen anderen Berufswunsch auch gehabt? Nee, gar nicht. Nein. Gar nicht. Also einen Beruf fand ich mal ganz interessant. Das war kein richtiger Berufswunsch, aber ich fand es ganz interessant und zwar Polizist. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil man immer Abwechslung hat, man hat immer was anderes. Und dann hatte ich ein Praktikum, 2 Wochen bei der Polizei und dann dachte ich mir, ah, nee, das ist doch nicht sowas für dich. Aber die Abwechslung, das war halt cool und das Gleiche findet man ja im Endeffekt im Online-Marketing auch wieder. Also das, man hat jeden Tag eigentlich mit was anderem zu tun. Das ist richtig. Also man sucht eigentlich die Abwechslung und sozusagen, ja, man kann sagen auch das Abenteuer. Ist richtig, gerade, ja. Und das ist etwas zum Beispiel, das ist mir eigentlich auch aufgefallen, wenn ich das jetzt so vergleiche mit den Sachen, die ich vorher gemacht habe, dass man im Internetmarketing, also zumindest dann, wenn du erfolgreich bist, stehst du eigentlich immer im Mittelpunkt. Ne? Und du kannst auch ständig kreativ sein, musst auch kreativ sein. Da hast du recht, ja, muss man vor allem. Ja. Und ich glaube, du bist ja auf jeden Fall, also was man zumindest so sagen kann von den Produkten, die ich so von dir gesehen habe, bist du ja auf jeden Fall ein kreativer junger Mann, kann man das so sagen. Ja, danke schön. Ja. Würdest du sagen, dass dein junges Alter eher so Vor- oder eher Nachteile hat? Es hat beides, würde ich sagen. Und also ist der
Nachteile ist erstmal, und darum will ich am Anfang auch mit meinem Alter nicht direkt raus, ja, wie bei uns beiden zum Beispiel, du hättest eventuell auch ein Vorurteil haben können, wenn du hörst, ja, der ist erst 17, dass du einem gar nicht erst die Chance gibst oder dass du dir denkst, ja, das wird sowieso nichts, der hat noch keine Erfahrung, ja, das ist ein Nachteil. Und mit dem weiß ich aber mittlerweile auch umzugehen und ich kann ihn mittlerweile auch ausspielen, ja, indem ich es einfach nicht erwähne in den meisten Fällen, sondern das erst so später nach und nach rauskommt. Ja. Aber ein großer Vorteil ist, wenn die Leute es wissen, sie unterschätzen dich. Und wenn sie dich unterschätzen, kannst du natürlich ihre Erwartung deutlich übertreffen. Ja. Und das ist ein ganz großer Vorteil, den man dann hat. Ja, das stimmt, ja. Ja, aber man, das sieht man auch wieder, also ich meine, ich kann das jetzt nur von mir sagen, von auch generell, wenn ich mit jungen Leuten zu tun habe und ich meine, bei dir wusste ich ja dein Alter auch nicht und ich meine, es geht gar nicht so sehr ums Alter, sondern es geht einfach wirklich, wie man in der Lage ist zu kommunizieren, wie man sich ausdrücken kann, welche Einstellung man allgemein hat zum Leben, ob man gerade positiv... Gerade im Online-Marketing sind Anschlagqualitäten ganz wichtig. So ist es, ja, das auch. Und ob man Positivdenker ist oder ob man alles nur negativ sieht. Und ich glaube, gerade das Positivdenken ist ja eigentlich gerade in dem Bereich ja auch sehr wichtig. Und du wirst wahrscheinlich selbst bestätigen können, also wir kennen ja beide gemeinsam einige andere Internet-Marketer noch, dass das eigentlich alles durch die Bank, kann man sagen? Alles durch die Bank weg, positiv denken. Alle haben Handschlagqualitäten. Ja. Ja. Sonst wird man auch, glaube ich, nicht lange in der Branche überleben. Ja, das meine ich auch. Ja. Es gibt ja doch immer wieder sehr viele, die dann auch sehr schnell aufhören wieder. Ne? Genau, ja, das stimmt. Ja. Jetzt gehst du noch zur Schule und wie ist das eigentlich? Ich meine, meine eigene Schulzeit ist ja wahnsinnig lange her schon. Und würdest du sagen, aus heutiger Sicht, dass dich die Schule auf die New Economy, auf diese digitale Revolution ausreichend vorbereitet? Ja, also um es mal ganz offen zu sagen, ich glaube nicht, dass so ein großer Unterschied ist vom Lernstoff her zwischen deinem Schuljahrgang und meinem Jahrgang. Das ist im Endeffekt alles gleich geblieben. Man wird überhaupt nicht darauf vorbereitet. Die Schule bereitet einen auf viel vor, auf viele verschiedene Gebiete, aber New Economy überhaupt nicht. Ja, also wirklich gar nicht. Und das ist auch ein Punkt, wo man definitiv dran arbeiten sollte. Ich meine, wenn man sich mal umschaut, wir benutzen jeden Tag Produkte aus den USA, wie beispielsweise Google, Apple und so weiter. Und von Deutschland kommt eigentlich nichts. Und das hat ja auch was damit zu tun. Und wenn man weiter in die Schulentwicklung gehen würde und die New Economy da auch ein bisschen unterstützen würde, die sowieso kommt, dann wäre man auch deutlich weiter, denke ich mal. Ja, ja. Ja, weil ich ganz kurz zuvor erwähnt habe, Vorbilder, also wir haben ja alle so unsere Vorbilder in diesem Bereich. Wahrscheinlich hast du Vorbilder in dem Bereich? Also normale, die meisten Menschen würden jetzt sagen so, ja, Schwarzenegger oder so, aber ein konkretes Vorbild habe ich nicht. Ich schaue mir aber bei großen Leuten viele Sachen ab, ja. Ich lese auch einige Biografien und man kann schon auch Parallelen sehen, ja, die alle erfolgreichen Menschen gleich machen. Und man kann sich bei dem einen oder anderen was abschauen, aber richtige Vorbilder, dass ich sage, so wie der und der möchte ich werden, habe ich nicht. Okay, Also du siehst dich selbst schon als Unikat und dein eigenes Vorbild quasi. Ja, aber das ist gut, ja. Welche Produktsegmente, also du hast ja eigene Produkte auch am Start. Das ist richtig, ja. Und verdienst auch mit eigenen Produkten auch schon dein Geld, gar nicht so wenig, glaube ich. Und welche Produktsegmente interessieren dich eigentlich am meisten? In welche Richtung hast du auch vor, in Zukunft zu gehen? Also ich habe bisher hauptsächlich nur digitale Produkte. Das sind hauptsächlich Videokurse, das sind aber auch E-Books, Podcasts. Und in Zukunft will ich weiter in dieser digitalen Schiene erstmal bleiben. Ja, wir können es extrem gut skalieren, wir haben so gut wie kein Risiko. Es läuft halt automatisiert und so weiter. Das ist ein sehr großer Vorteil und in dieser Branche will ich auch bleiben. Also meine Produkte werden auch in Zukunft genauso bleiben. Bei unserem einen Produkt werden wir auch noch in Zukunft ein paar andere Sachen anbieten. Und bei einem Produkt, was ich gemeinsam mit einem Coach betreibe im Dating-Bereich, da sind allerdings auch noch Seminare hintergeschaltet. Das heißt, die können bei uns dann nicht nur den Videokurs kaufen und so, sondern später auch noch als Upsell ganz einfach Seminare oder Coachings kaufen. Okay,
Also du bist eigentlich in erster Linie hauptsächlich im Ratgeberbereich sozusagen Richtig, genau. tätig, ja. Im Infobusiness, ja. Okay, lass uns mal Tachles reden. Welche Produkte kann man denn aktuell von dir bewerben oder in Zukunft? Aktuell kann man von mir Club Charisma bewerben. Das ist ein Produkt im Dating-Bereich. Ja. Gemeinsam mit Michelle Vincent habe ich das erstellt. Ja. Hat aber, glaube Dort ich, haben wir. nichts mit Online-Dating zu tun, ne? Ist, glaube ich, so Nein, eine. absolut nichts. Nein. Ja. Nein. Und dort haben wir auch ein relativ gutes Partnerprogramm. Da Ja. haben wir gute Werbemittel. Und dann haben wir heute Fernkurs. Dort zeigen wir quasi kleinen Unternehmen, wie großes Marketing geht. Und dort können die sich positionieren und so weiter. Und dort können uns die Leute auch bewerben, mit Hilfe von Werbebannern, E-Mail-Texten und so weiter. Und Ja. dort haben wir auch eine wirklich hohe Klickrate, eine gute Conversion und so weiter. Ich Ja. glaube, beim heute Fernkurs geht es, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, darum, dass du Firmen, die eher offline tätig sind, Genau. ins Internet sozusagen bringst. Also Firmen, die noch nicht Wir wissen. zeigen quasi Firmen und Unternehmern mit dem Kerngeschäft offline, wie man online werden kann. Ich nenne Ja. mal ein Beispiel, weil einige Ja. das am Anfang noch nicht so ganz wissen. Friseure gibt es wie Sand am Ja, Meer. ja. Und wie findet jetzt ein Friseur beispielsweise sein USP, also sein Unique Ja. Selling Point, sein Alleinstellungsmerkmal? Und da zeigen wir demjenigen, wie er sich tatsächlich von der Konkurrenz abheben kann und wie er sich online Standbein aufbauen kann. Ja. Indem er zum Beispiel eine Website aufbaut und da kostenlosen Content drauf tut, indem er irgendwie Videos drauf tut oder sonst was. Und dann können die Leute sich beispielsweise in seinem Friseursalon, während er da irgendwie ein iPad oder so hinlegt, einen Rabatt von 10% sichern, tragen sich in die E-Mail-Liste beispielsweise ein, wo sie dann auch noch Videos bekommen. Und nach einem Monat bekommen sie zum Beispiel vollautomatisiert eine E-Mail zugeschickt, müsstest du nicht langsam zum Friseur. Und Ja, so schaffen wir viele okay. Sachen für Offline-Unternehmer. Wir erhöhen deren Customer Lifetime Value, wir erhöhen deren Kundenanzahl und so weiter. Und das funktioniert wirklich in der Regel sehr gut. Ja, und eine Frage, die wahrscheinlich sehr viele meiner Affiliates auch interessieren wird, ist, was kann man mit diesen beiden Produkten, die wir jetzt genannt haben, also Club Charisma, heute Fernkurs, welche Verdienstmöglichkeiten gibt es da für Affiliates? In welcher Art und Weise lässt sich das bewerben? Ja. Also wir geben 20% Provision. Der Mindestpreis ist 167 Euro beim ersten Produkt. Wir haben mehrere Produkte noch dahinter. Und die Provision lässt sich allerdings auch noch nach oben korrigieren, sagen wir mal, wenn eine gewisse Anzahl an Sales da ist. Wenn man auf die Partnerprogrammseiten geht, sieht man da ganz genaue Provisionstabellen und kann die einsehen, wie viel man da im Endeffekt dran verdienen kann. Und wenn Sie sich in unser Partnerprogramm eintragen, bekommen Sie dann alles zur Verfügung gestellt und sollte irgendwas noch nicht da sein, produzieren wir das immer wieder nach für die jetzt. Okay, also es handelt sich bei diesen Produkten in erster Linie um, man kann sagen, hochpreisige Produkte. Um Ja, hochpreisige Produkte, richtig. okay. Ja. Gut, also das heißt, da ist schon einiges an Provision dann auch drinnen, Das ist unterm richtig. Strich. Und das Naja. sind ja nur die ersten Produkte. Wir haben im Nachhinein noch mehr Produkte. Wir haben in jedem Produkt noch ein Abo-Programm und noch mindestens zwei weitere Produkte, die irgendwie was mit dem Bereich zu tun haben. Meistens sind Ja. es E-Books, teilweise auch weitere Videokurse. Ja. Vielleicht kurze Frage zur Zukunft. Also ich persönlich, ich habe ja mit 17, ich muss ganz ehrlich sagen, da wusste ich nicht wirklich, in welche Richtung es geht. Da hatte ich dann auch noch mein Studium vor mir. Und also das ist alles bei mir letztendlich ganz anders verlaufen, was aber natürlich daran lag, dass das Internet gekommen ist, ne? Das hat es ja, wie ich 17 war, noch nicht gegeben. Aber wie ist es bei dir? Wo würdest du denn sagen, wo siehst du dich selbst in 10 Jahren? Das ist eine schwere Frage, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Aber ich denke mal, ich werde immer noch im Internetmarketing aktiv sein, Ja. ja, und immer noch in dieser Branche sein. Ich habe da mittlerweile viel Wissen. Ich habe mich mittlerweile auch in dem Bereich positioniert und ich denke, ich werde den auch erstmal nicht so schnell verlassen und da weiter aktiv sein, ja. Und wenn man sich auch den Return on Investment anschaut, dann ist halt Internetmarketing mit 40 Euro im Return on Investment ja, das profitträchtigste Marketing und von Ja. daher werde ich immer irgendwie in dieser Branche bleiben. Eine interessante Frage. Angenommen, du triffst dich selbst, der du gerade am Anfang stehst, ja, im Online-Marketing. Und welche drei wichtigen Tipps, was sind die drei wichtigsten Tipps, die du dir selbst geben würdest? Oh, das ist eine gute Frage.
Tipp Nummer eins würde ich sagen, nimm Fehler nicht zu schwer, ja. Jeder macht Fehler, das ist völlig normal und man bekommt das ja in der Schule immer so beigebracht, ja. Dass das schlecht ist. Wenn ich die Fehler nicht begangen hätte, die ich begangen habe, so im Laufe der Zeit, dann wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin, weil ich aus den Fehlern nicht gelernt hätte. Dann wären die später passiert mit größeren Folgen. Oder sie würden noch kommen. Also ich bin froh um die Fehler, die ich gemacht habe. Und ich lerne aus ihm, ja. Tipp Nummer zwei, den ich mir selber geben würde, wäre, arbeite nach dem Pareto-Prinzip. Hab immer die 20%, also im Auge, die tatsächlich 80% des Ganzen im Endeffekt ausmachen, ja. Das kennt jeder, 20 oder 80-20-Regel. Das würde ich mehr anwenden, beziehungsweise noch früher anwenden. Und dann würde ich mir noch zwei Tipps geben, die ich sehr wichtig empfinde. Dass man auf Reziprozität achten sollte. Ja, jeder kennt das, erst geben, dann nehmen. Und das ist im Internet ganz wichtig. Das habe ich leider zu spät erkannt, sonst wäre ich noch ein bisschen weiter. Man muss dem User erstmal etwas kostenlos geben. Das ist egal was, ein Video, ein E-Book, irgendwas, was wirklich gut ist. Und der nächste Tipp ist, warte nicht auf irgendwie die Pille, die den Erfolg verspricht, sagt. Ich mal, ja, also es gibt nicht das eine Buch oder den einen Kurs, der wirklich Erfolg bringt, ja. Man muss wirklich immer und kontinuierlich dranbleiben, ansonsten schafft man das nicht, ja. Und da habe ich am Anfang immer drauf gehofft, so, ja, wenn ich das Buch lese und so, dann passiert das schon. Nein, natürlich nicht, man muss immer dranbleiben und immer selber dafür sorgen. Ja? Genau, ja, es gibt auch keine All-in-One-Lösungen. Genau, das sehe ich auch immer wieder bei uns bei einem Videokurs. Die denken, wenn sie sich den Videokurs kaufen, die schalten, einige gehen nicht mal rein, sondern die kaufen das tatsächlich nur wegen ihrem besseren Gefühl und weil sie dann denken, dass es dann automatisch schon wird. Ja, abschließend vielleicht noch eine Frage. Welchen Tipp hättest du denn für Leute, die es gerne schaffen würden, also die gerne Geld im Internet verdienen wollen, die es aber aus welchen Gründen auch immer derzeit einfach noch nicht schaffen? Und von denen gibt es ja bekanntlich sehr viele. Was würdest du denen raten? Nummer eins, den ich ihnen raten würde, Ehrgeiz. Ganz klar, den Ehrgeiz. Arbeitet wirklich jeden Tag. Ohne das würde man das nicht so schaffen. Ja? Es ist wirklich am Anfang wahnsinnig hart, das Ganze durchzuziehen und irgendwann geht es automatisch und man braucht nichts mehr zu tun. Ja, also wirklich Ehrgeiz, immer dranbleiben, Durchhaltevermögen einfach zeigen und dann geht das Ganze. Nummer zwei, den ich immer raten würde, ist Teamgeist, dass man sich ein Team aufbaut mit Leuten, die tatsächlich spezialisiert sind auf das, was man selber nicht kann, dass man Leute findet, die einen ergänzen. Tipp Nummer drei, fangt nicht mit SEO an. Ja, SEO ist zwar nett und schön, aber es dauert unglaublich lange. Ja, SEO ist Wartemarketing und nichts anderes. Fangt mit anderen Dingen an, sucht euch Zielgruppenbesitzpartner, baut euch Social-Media-Kanäle auf, sucht euch Leute mit großen E-Mail-Listen, mit denen ihr irgendwelche Partnerschaften machen könnt, was auch immer, aber fangt nicht mit SEO an, das kostet nur Zeit und ihr seid immer abhängig von Google und wenn Google irgendwann mal ein Update raushaut oder so und eure Seite dabei schlecht wegkommt, dann habt ihr keine Einnahmen mehr. Und der letzte Tipp, den ich geben würde, ist, achte immer auf Reziprozität, das ist das, was ich eben schon gesagt hatte, aber sammel immer Leads ein, ja, also bau dir früh eine E-Mail-Liste auf oder was immer mehr im Kommen ist, fang WhatsApp-Marketing an, aber sorge dafür, dass du deine Besucher in Interessenten umwandelst, sodass du sie immer behalten kannst. Ja, das war ja ein guter Abschluss und was mir ganz am Ende noch einfällt ist, und das ist eben das Tolle am Internet-Marketing, dass man auch als ganz junger Mensch es wirklich auf die Reihe kriegen kann. Und ich glaube, Felix ist ein ganz gutes Beispiel hierfür. Und ich gehe davon aus, dass wir noch sehr viel von dir hören werden. Ja? Bestimmt, ja. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Interview. Ja, bitte schön. Und danke auch. Vielleicht laufen wir uns mal über den Weg, wenn ich wieder in Hamburg bin oben. Ja? Das wäre... Ja, bestimmt. Alles klar. Alles klar. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao. Guten Morgen. Das Interview mit Felix war gestern und was gestern auch passiert ist, beziehungsweise heute Nacht, das waren die US-Wahlen. Ja, den Ausgang kennen wir
und auf was ihr unter einem Präsidenten Trump als Anleger jetzt achten solltet, von welchen Aktien ihr besser die Finger lassen solltet und wo ihr eventuell schauen könnt, dass sich eine Investition lohnt. Genau um das geht es im nächsten Video und ich werde euch auch ein bisschen was über mein persönliches Investitionsverhalten, über meine Investitionspläne erzählen, die bereits von diesen beiden doch recht unpopulären Kandidaten der US-Wahl beeinflusst worden sind. Bis zum nächsten Video und ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal. Bis bald.